Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit engagiert sich schon seit langem und sehr früh für die Freilassung des liberalen saudischen Bloggers Raif Badawi. Nicht nur durch Aktionen direkt auf der Straße oder auch bei uns und in den sozialen Medien und auch auf der Webpage, sondern wir haben dann auch unterstützt den Raif Badawi Award for Courageous Journalists, der vor vergangener Woche hier in Berlin zusammen mit der International Media Alliance an den marokkanischen Journalisten Ali Annousla vergeben wurde. Darüber hinaus, und das zeigt auch die Weitsicht der Ehefrau von Raif Badawi, nämlich der Ensaf Haider, kümmert sie sich nicht nur um den Einzelfall ihres Ehemanns, so nah ihr das gehen wird, sondern sie hebt ihr Engagement auch auf ein höheres Level und institutionalisiert mit der Gründung der Raif Badawi Stiftung für die Freiheit die Meinungs- und Medienfreiheit in der arabischen Welt, und die Friedrich-Naumann-Stiftung ist dabei mit an Bord.